Hallo, Glück auf und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Der Sommer kommt, die Temperaturen steigen und es gibt nichts Schlimmeres als warme Getränke an einem heißen Grill. Das ist aus unserer Sicht ein No-Go. Ich teste hier die Kompressorkühlbox von der Firma Fefor. Ja, es ist Werbung und nein, ich habe kein Skript bekommen mit dem, was ich zu sagen habe, zu zeigen habe oder irgendwas hier schönreden. Ich habe sie ehrlich getestet und die Ergebnisse möchte ich euch hier heute präsentieren. I'm gonna tell you right now, cause she's the one I'm thinking of. Hey, was kann die Box? Wir gucken uns erstmal die Maße an, von innen und von außen. Die hat 36 Liter. Da gibt es auch noch andere Größen, die sich dann in Form und auch, glaube ich, Farbe unterscheiden. Ich verlinke die euch mal unten in der Videobeschreibung. Da ist auch noch ein kleines Giveaway dabei für euch, wenn ihr bei Fefor bestellt. Rabattcode. Ich weiß aber nicht, wie lange der gültig ist. Müsst ihr mal gucken, ob der auch später noch funktioniert. Ja, also eine gute Seite, deutschsprachige Seite, deutscher Support, alles supi. Was ist in der Box? Da sind zum einen die Kabel drin. Einmal da 12 Volt, 24 Volt Kfz-Steckdose. Ich schätze mal 1 Meter. 2 Meter 50, sowas um den Dreh. Und dann hast du noch einmal deine 230 Volt Anschluss. Ja, Kaltgerätestecker, glaube ich, nennt sich das. Und einmal für die Steckdose. Und dann hast du noch eine Bedienungsanleitung mit, kann man das sehen, weiß ich nicht. Da, wo die App abgerufen werden kann. QR-Code, so heißt es. Und die Bedienung ist auf Englisch. Jo, das ist dabei. Hier sind zwei Fächer drin. Einmal hast du einfach zum Gefrieren und einmal zum Kühlen. Getrennt mit dieser, ja, wie nennt man das? Trenn. Mit dem Trennfach hier. So. Du kannst die Gitter hier auch rausnehmen. Dann hast du hier noch unten so einen Kondenswasserablauf. Nicht wundern, dass sie noch ein bisschen feucht ist. Die war die ganze Zeit in Gebrauch. Ich habe sie jetzt nur wieder leer gemacht, um euch das hier mal zu zeigen. So, einmal die Maße abgreifen. 230 mal 270, die Höhe ist auch 270 bis hierhin ungefähr. Hier ist noch so eine kleine Kante drin, also 270. Das ganze Maß ist 550, 290, 11 mm, ja, eher 10 mm würde ich sagen. Der ist 30. Also 0,7 Liter Flaschen. Passen nicht rein, hochkant, quer, längs, ja. Hochkant passt rein, ab oder kleiner gleich 0,5 Liter. So, das dazu. Weiter geht's. Diesen Trenner hier, den kannst du rausnehmen. Dann hast du praktisch eine große Box. Das ganze Ding hat auch noch ein Display. Digital Touch für beide Seiten, zeige ich euch gleich noch mal näher. Und eben einen entsprechenden Deckel. Zwei Griffe und einmal Rollen. Ein Griff ist etwas länger hier für die Trolley-Funktion. Das ist alles sehr gut. Da ist ein Auslass, auf der anderen Seite ist ein Einlass. So, wir schließen die jetzt noch mal an die 12-Volt-Dose an. Ich stecke das jetzt hier in diesen Adapter rein. In diesen Kfz-Steckdingen da, ne?
So, und hier unten rein. Der passt nur in eine Richtung. Habt ihr jetzt nicht gesehen, ne? Da kommt er rein. Da ist jetzt nichts Aufregendes. So, jetzt nehme ich noch mal kurz die andere Kamera. Und dann zeige ich euch, was die an Stromaufnahme hat. Derzeit habe ich ja jetzt hier 0,00. Ich muss jetzt erstmal meine Power hier anmachen. So, 0. Also nimmt dann minus 0,5 Ampere nimmt er jetzt weg wegen dem Kollegen. Und ich glaube, ich habe auch noch Licht an. Das machen wir dann auch nochmal aus. So, so bleibt es ungefähr, 0,4. Merken. Jetzt machen wir ihn an. Angesprungen. So, bei der Gelegenheit können wir auch gleich mal die Lautstärke messen. Ich habe hier so ein Dezibelmesser, das ist jetzt nichts Wissenschaftliches, aber gut. Dezibel auf der anderen Seite. Da bläst er raus, da bist du bei 52, so on the roundabout. Meter Entfernung ungefähr. Dezibel. So, die läuft jetzt volle Pulle, ne? Muss man bedenken. So, wir können mal gucken, was die jetzt an Strom nimmt. Das ist alles hier außer Hand gefilmt. Also ich sehe minus 3,1. 0,4 hatten wir schon. 2,7 Ampere nimmt sie, wenn sie kühlt. Bei 12 Volt. Hier, ich habe auch, bin hier nirgendwo dran, ne, an Strom. Die Box kann, oder? Du kannst die Box in mehreren Modis fahren. Das heißt, du kannst einmal sie als Kühl-Gefrier-Kombination benutzen. Du kannst sie einmal komplett mit einer Fläche als Gefrierung nutzen. Die kann bis minus 20 Grad runterkühlen. Du kannst aber auch jetzt die gleiche Fläche ganz normal mit 6 Grad oder was als Kühlschrank benutzen. Hast jetzt den großen Vorteil, dass natürlich viel Platz jetzt drin ist, ne? Du kannst das Ganze über eine App steuern. Die blende ich jetzt auch mal eben ein. Das ist die CarFridge, Smart CarFridge. Und hier sagte sie dir dann auch vom Prinzip schon alles an. Linke Seite, rechte Seite. Und dann kannst du die letzten Endes hier einstellen. Die piepst dann auch. Rechte Seite. Was du machen kannst. So, du kannst hier unten noch auf Low gehen. Auf Middle and High. Das heißt, das ist auch in der Bedienungsanleitung beschrieben, wann die Box abschaltet, bei welcher Restkapazität deiner Batterie. Du kannst es einmal vom Bluetooth trennen, ist klar. Du kannst es sperren und du kannst auf Grad Celsius und Fahrenheit einstellen. Du kannst sie an- und ausmachen komplett.
das war's, dann ist er auch aus. Also wenn du da irgendwo bist, wo du nicht so gut dran kommst vielleicht. Wir haben sie ja hinten unterm Bett quasi und man hört sie, ja, aber uns stört es nicht, also man hört sie zwischendurch laufen. Ich zeige euch gleich oder ich sage euch gleich nochmal, wie lange die Kühlphasen sind und die, die Aufkühlphasen zeige ich euch gleich. So, ich mache es mal wieder an. Geht natürlich auch über die App. Und dann haben wir noch da oben das Rädchen zum Einstellen. Hier kannst du noch diverse Dinge ändern, Sprache, Benennung und erweiterte Einstellung. Hier aber, da kommt auch schon die Warnung, mit Vorsicht zu genießen. Die kannst du hier quasi die Hysterese einstellen. Das solltest du aber nicht machen, wenn du nicht gerade hier der Fachmann bist. Kannst du aber. Also offenes System, eigentlich auch sehr gut. So, ganz kurz, das war die App. Da gibt es nichts mehr rauf und nichts mehr runter. So, und was auch ganz hervorragend ist, sie ist beleuchtet. Zeige ich euch auch nochmal. Tipptopp. So, jetzt nochmal vielleicht ein bisschen genauer das Display. Du hast hier auch Viereck. Upsala. Und hier hast du so ein Eckding. Scheiße, wie heißt denn das? Keine Ahnung. Und daran kannst du auch erkennen, wenn ich den jetzt hier rausziehe, geht eine Seite aus und es gilt nur noch der obere als komplett Kühlung, Funktion. Jetzt möchte ich euch noch mal kurz zeigen oder sagen, was ich gemessen habe bei ungefähr 20 Grad Umgebungstemperatur. Im Modus 1 habe ich ja gesagt, wir können eine Seite gefrieren und die andere Seite kühlen. Das habe ich auch getan, also dann ist das Brettchen da in der Mitte drin. Ich habe minus 17 Grad eingestellt für die Kühlung, für die Gefrierung und plus 6 Grad für die Kühlung. Ich habe ihn natürlich gefüllt gehabt, weil nur Luft kühlen macht gar keinen Sinn irgendwie. Das dauert auch, alles ist auch Verfälschung der Daten, denke ich. Also, ich habe sie gefüllt mit Gefriergut und mit Kühlgut. Da hatten wir eine Kühlzeit, also ich habe sie natürlich vorgekühlt. Ich meine, Leute, ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich packe jetzt hier keine heißen Dinge rein oder und mache dann die Maschine an. Ich stelle die vorher 1, 2, 3 Stunden vorher an, dann ist die einmal kurz durchgekühlt und dann nehme ich meine Klamotten aus dem Kühlschrank und packe sie hier rein und dann wird weitergekühlt. Nachdem sie ihre Temperatur von minus 17 Grad erreicht hat, springt sie ja wieder an, beziehungsweise dann wartet sie ja eine Zeit lang, bis sie wieder anspringt. Diese Ruhezeit, nenne ich sie mal, war 6 Minuten. Dann sprang sie wieder an für 18 Minuten. Dann hört sie wieder auf zu kühlen für 6 Minuten und springt wieder an für 18 Minuten. Das macht die 24/7 dann. Dann habe ich den Steg rausgenommen, habe die komplette Fläche zur Gefrierung genommen und auch gefüllt. Dann habe sie wieder bei minus 17 Grad laufen lassen. Und dann war die Ruhezeit 3 Minuten und die Kühlzeit, wo sie angelaufen ist, 5 bis 6 Minuten. Das war ein bisschen unterschiedlich. Also da springt sie alle 6 Minuten an und macht dann, springt für 6 Minuten an, macht dann 3 Minuten Pause und springt für 6 Minuten wieder an. Dann habe ich umgebaut oder umgestellt. Auch also wieder das große Fach genommen und die komplette Box nur zur Kühlen genommen bei plus 6 Grad. Und da ist es so, dass sie 4,5 Minuten roundabout, 4,5 Minuten kühlt und 30 Minuten die Kühlung hält, Pause macht. Nach 30 Minuten läuft sie wieder für 4,5-5 Minuten und danach macht sie wieder 30 Minuten Pause. Mein Eindruck der Daten, nur fürs Kühlen, als große Fläche, so würde ich sie nutzen, perfekt, 30 Minuten Ruhe, 4,5 Minuten läuft die nur, das ist sehr gut. Also aus meiner Sicht ist das sehr gut.
Wenn du jetzt sagst, ich brauche eine Box, mit der ich permanent kühle oder gefriere, was weiß ich, warst auf einem Angeltrip oder Kühltruhenpizza, Tiefkühlpizza, keine Ahnung, dann würde ich damit auf jeden Fall nicht autark stehen, weil die zieht ja dann schon die Batterie leer. Da wäre es sinnvoll, wenn du auf dem Campingplatz stehst, dann ist ja sowieso egal, Strom inkludiert wahrscheinlich, Kroatien oder keine Ahnung, war schon lange nicht mehr da, dann kannst du das gut machen. Also, sobald du ins Gefrieren kommst, läuft die relativ oft an. Ich würde sie auf jeden Fall in der dritten Variation nehmen, letzten Endes komplett alles nur auf Kühlen einstellen. Und wenn ich dann tatsächlich mal irgendwie vom Einkauf komme, habe da was Gehacktes gekauft oder einen Fisch, den ich vielleicht morgen erst essen möchte, dann kann ich den auch mal ein oder zwei Tage hier ins Gefrierfach machen und dann auf minus 20 Grad stellen. Das geht. Also das ist jetzt nicht das Problem. Aber nonstop, okay. Die Box ist, man hört es, vielleicht hört ihr es, relativ leise. Sie läuft noch, sie kühlt gerade noch. Ja, das sind so die Eindrücke, die ich jetzt hier in den letzten Tagen gewonnen habe. Macht einen guten, soliden Eindruck. Alles Plastik, ja, aber ich finde es hochwertig. Der Deckel, der ist relativ stramm. Ich finde es gut. Also da muss man schon... Ne? Aber dann ist er auch dicht. Wir haben hier auch so eine Dichtlippe, so ein Dichtgummi. Wir haben hier oben drauf auch nochmal einen USB-Anschluss fürs Handyladen. Spielerei aus meiner Sicht. Ich würde sagen, kannst du nicht meckern. Für den Preis schon mal gar nicht. Machst du aber wahrscheinlich auch nichts verkehrt. Jo. Also denkt dran, guckt mal unten in die Beschreibung, da ist ein Rabattcode drin. Nutzt den, wenn ihr den nutzen wollt. Ich mache euch noch einen Amazon-Link noch rein, falls ihr das lieber da kauft. Da gibt es allerdings keine Rabatte. Und wir nutzen die jetzt erstmal weiter. Und vielleicht können wir nochmal später im Jahr gucken, nach unserem Sommerurlaub, dass ich da nochmal ein Fazit mache oder ich sag mal so, wenn ich nochmal was zu meckern habe, dann würde ich da nochmal ein Video zu machen und wenn ihr davon nichts mehr hört, dann ist die gut oder dann habe ich sie auch noch im Gebrauch. Ja, das soll es für dieses Video gewesen sein. Vielen Dank fürs Einschalten und für euer Interesse. Bleibt sauber, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video und ich weiß auch schon, was es wird. Spannend, Technik hat was mit Rückfahrkamera zu tun. Mehr sage ich nicht, mehr teaser ich nicht. Kommt in Kürze. Also, abonnieren nicht vergessen und Daumen hoch wäre super freundlich. Danke, bis dann. Tschüss.